freue mich sehr auf einen Gast, ein lieber, lieber Freund von uns, langjähriger Sat.1-Mitarbeiter. Absolut. Er kannte noch den Chef. Er kannte damals alle Chefs. Alle Chefs. Aber er macht auch jede Show für jeden Sender. Er ist sozusagen im ganzen Konzern unterwegs und jetzt wieder viel auf den Theaterbühnen. Herzlich willkommen, unser lieber Freund Ingolf Lück. Natürlich. Wir kennen uns. Ich setze mich, ja. Nimm Platz. Warst du auch so überrascht, dass Olli jetzt 3 Jahre bei Sat.1 gelandet ist, oder hast du es vermutet? Ne, ich war erstmal überrascht, dass ihr diese Binden hattet. Ich hätte beinahe gesagt, hallo Onkel Willi. Aber das war eine andere Zeit gewesen. Nein, also ich bin begeistert natürlich. Ja. Weil, also man muss einfach mal ehrlich sein, man muss sagen, das, was die Saudis für Daimler sind, ja, das, was der G20-Gipfel für die Welt ist, das ist Oliver Pocher für Sat.1. Was ja? die Rettung angeht. Ich sage es ganz ehrlich, heute ist der Kurs um 8% gestiegen, ja. Pro 7 Sat.1. Um 3 Cent. Auf 1,26. Auf 1,26. Ich habe gerade noch mal reingeguckt. Der ganze DAX hat 6,1 gemacht. Das heißt, wenn du gestern mit 40 Milliarden bei Sat.1 rein bist, hast du heute 4.000 Euro verdient. Ja. Also das ist... Und nur und wegen Olli. Ich gemacht. Natürlich, natürlich. Ja. Also, aber nee, da kann man nur sagen, toi, toi, toi. Und hätten wir auch, glaube ich, so gemacht, wenn man uns das nochmal angeboten hätte, oder? Natürlich, wie Olli schon sagte, ich mache ja alles. Und ich bin jetzt auch in den ich habe die Gespräche jetzt übernommen, die Olli abgebrochen hat. Und so. Also ich setze mich jetzt auf den Stuhl und dann wirklich? Schauen wir weiter. Nein. Mit dem Bossen? Nein. Nein. Du spielst viel Theater, du inszenierst, du führst Regie. Aha. Du hast ein Mannstück. Bist du noch als Caveman unterwegs? Caveman habe ich jetzt im letzten Jahr, Ende des Jahres habe ich aufgehört, das Stück zu spielen. Ja. Aber ich habe das Nachfolgeprogramm One Way Man. Das spiele ich, bin übrigens übermorgen in Basel, in der Schweiz. Grüße und bitte. Mache ich, ganz Basel. Ja, gut, okay. Ist ein kleines Theater. Und ansonsten inszeniere ich gerade in Berlin ein neues Stück, was in Hamburg Premiere hat. Traumfrau Mutter 2 heißt das, wo 6 Frauen und Mütter mal an einem Abend so sagen, was Sache ist, wenn die Männer traditionell bei der Arbeit sind und die mit den Kindern alleine sind. Dein Thema, glaube ich. Absolut. Absolut. Das heißt, du inszenierst ein Stück mit 6 Frauen? Ja. Wie ist die Arbeit mit 6 Frauen? Wie arbeitet man mit 6 Frauen? Du hast keine Chance. Also das sind ja nicht nur Schauspielerinnen, sondern diese Schauspielerinnen sind auch gleichzeitig Mütter. Ja. Und das ist natürlich... Müssen sie sein oder nur für das Stück? Ich wollte das so. Okay. Ich wollte das so. Also die waren auch vorher schon Mütter. Also ja, sind ja, nicht für das Stück extra. Also nein, nein. Und das finde ich gut, weil teilweise geht es auch ein bisschen hart zu. Also das werden Wahrheiten, das ist sehr kitschig, das ist sehr, sehr zu Herzen gehend, aber auch manchmal sehr comedyhaltig. Und dann nimmt man das den Müttern einfach besser ab. Lieber ab. Das heißt, wie kommunizierst du mit deinen Schauspielern? Sprichst du mit denen oder bist du auch so ein Freak, der sozusagen voll in den modernen, zeitgemäßen Medien zu Hause ist? Das natürlich. Heißt also Brief, Taube und wie was es alles gibt, SMS? Und also ich bin so eine, ich glaube, ich kann einfach sagen, ich gehöre so ein bisschen zu der digitalen Bohème. Ja, natürlich. Natürlich. Das noch nicht, super aus. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit ein bisschen verunsichert, weil diese Sensationsnachricht, ja. Ja, dass Olli zu Sat.1 geht, habe ich noch nicht verbreitet. Also ich kann zum Beispiel meinen Freund Ashton Kutcher, mit dem ich bei Twitter verbunden bin. Der Mann von Demi Moore. Demi Moore, richtig? Ja. Das heißt, also ich habe den Arsch von Demi Moore habe ich als einer der ersten gesehen bei Twitter. Das ist ja dieses Mikro. Erkläre Twitter für die Menschen. Bitte? Soll ich es erklären? Erklärst du? Twitter? Ja, also Twitter ist jetzt so der neue Trend. Ja. Dass man halt sozusagen mit dem Handy an bestimmte Gruppierungen und Freunde absolut sofort was rausschicken absolut kann. Und die kriegen das dann gleich als erstes. Gesagt, also wie so ein SMS-Verteiler. Du hast 140 weniger Zeichen und ich bin da überall drin natürlich. Bei Twitter, MySpace, Facebook, alles. StudiVZ und so weiter. Ich bin absolut das überall. Machst du alles? Ja. Du wirst sozusagen, also ein Flugzeug hat doch nicht die Landeklappen vergessen auszufahren, hast du schon auf dem Handy. Ja, ich bin einer von denen, die noch vorher noch in dem Finger noch sind, ich bin und dann ausgehen und rein, direkt wieder ran. Da habe ich schon auf dem Handy. Und twitterst du jetzt Ashton Kutcher? Ja. Weil ich finde es auch schön, weil ich habe noch mehr Freunde. Es sind ja Freunde, die man Freunde hat. Ja, ach so, das heißt Freund. Es sind Freunde. Ja, okay. Du bist doch, wenn du dich bei MySpace anmeldest, du hast sofort einen Freund. Genau, ja? Willst du Freund werden? Willst du Freund. Und wenn du sagst, ich trinke gerne Cola, ja, hast du sofort 3 Millionen Freunde. Ne? Ja. Und das sind aber auch wirklich ernsthafte Gefühle, die man da austauscht. Ja, sonst würdest du es wahrscheinlich auch nicht machen. Natürlich oder? Du bist doch nicht an so einer oberflächlichen Elektronikspieler. Nein, um Gottes Willen. Ja. Ich habe also Ashton Kutcher, ich habe Michelle Obama. Das heißt, wir können, Michelle Obama? Ja, Michelle. Schick dir doch mal was. Ich schicke Ashton mal was, oder? Ich twitter jetzt hier und schicke Olli, hallo Ashton, Olli goes to Sat.1. Where old movies of your wife are repeated up to 20 times. Your wife are repeated from Mitternacht. Yeah. From Mitternacht. Yeah. Okay, das geht jetzt. 8.5%. If it works, good. So, und jetzt ist es bei Twitter, jetzt weiß es die ganze Welt. Ja. Kriegt es Michelle Obama jetzt auch?
Michelle kriegt es auch. Die ist ja auch Michelle Obama, können wir vielleicht ganz kurz mal zeigen, ist ja wirklich ein neues Modeidol. Haben wir das mal hier auf der Wand, aufgrund ihrer unglaublich trainierten und muskulösen Oberarme. Das setzt Trends. Es war sogar eine Diskussion in der New York Times, ob sie mehr die Arme verhüllen sollte. Und die Obamas kommen demnächst nach Berlin. Wir haben hier, das gibt es im Fanartikel-Shop der ARD, die original Michelle Obama-Arme zum Drüberziehen. Wenn sie dann 200.000 in der Fanmeile stehen in Berlin, ja, mit diesen Armen so ein bisschen Zeichen setzen. Nur noch 17 Stück, die gehen weg wie verrückt. Absolut. Und das ist einmal... Das ist ja nicht nur die Hauptfrage beim G20, sondern auch beim sogenannten Handtaschengipfel, also im Frauenprogramm. Wie macht Michelle das? Wie ist Michelles Latissimus definiert? Und wie macht sie es, dass das bei ihr nicht wackelt? Ja, wie bei vielen anderen Frauen eben halt. Bei uns natürlich nicht. Nee, weil wir natürlich mit 4000 Sit-Ups jeden Morgen überhaupt mal erst ins Bad gehen. Wie macht sie? Sie treibt Sport, sie arbeitet, sie ernährt sich gut. In der Suppenküche, sie ernährt sich gut, sie ist eine Supermom. Also diese Frau ist für mich ein Phänomen. Ja. Ursula von der Leyen noch vergleichbar? Das stimmt eigentlich. Ja. Die hat Gesprächstermine mit ihren Kindern. Mit Zeitfenster. Nicht mit den Kindern von Obama, sondern mit ihren eigenen. Ursula von der Leyen. Im Grunde hat eine Landsfrau Niedersachsen. Ja, im weitesten Sinne. Ja, natürlich. Aber Michelle ist natürlich die schönste Frau. Findest du? Ja. Aber die Sarkozy-Frau ist ja nicht da. Carla Bruni ist nicht da, sie ist nicht gekommen, als Einzige. Und der Mann von Angela Merkel ist auch nicht gekommen. Der forscht, der ist ja Physiker. Der hätte auch ein bisschen deplatziert ausgesehen zwischen den ganzen Mädels. Ja, die Lockerheit muss er haben, da am Damenprogramm teilzunehmen. Ja. Irgendwie Stadtrundfahrten in London oder wie, oder ich weiß nicht was, dann geht es ja schon schlecht, wieder. Lernt die Stadt kennen und so, ist auch interessant. Deswegen hat ja Sarkozy auch wahrscheinlich gesagt, dass er vielleicht, wenn es nicht so läuft, wie er will, dass er nach Hause geht. Ja. Es kann natürlich sein, dass Carla anruft und sagt, komm Hause, ich bin langweilig, ich komm nach Hause. Ja. Und dann, deswegen muss man immer schön gucken, Sarkozy ist ja ein kleiner Mann, muss man immer schön gucken, bei kleinen Männern steht er schon oder sitzt er noch? Ja, also das ist immer dann spannend. Du hast jetzt gerade hier so rübergeguckt. Hat er nicht. Natürlich hast du rübergeguckt. Weil ich da die Zeit gezeigt kriege, die wir noch haben. Noch 29 Minuten. Aber wir haben so lange gesprochen, bevor Ingolfs Aufzug. Ich habe noch 6 Beiträge jetzt schon gespart für meine erste Sendung im Herbst. Gerne. Wollen wir gucken, welche? Oder? Nee. Also das heißt, deine Theaterproben, die laufen jetzt schon oder die fangen an? Also, das Stück One Way Man spiele ich auf Tournee. Und die Theaterproben für Traum von Mutter fangen jetzt an im Mai. Premiere ist im Juni in Hamburg im St. Pauli Theater. Und dann spiele ich im Sommer noch ein Stück, was ich schon länger gespielt habe, im Theater am Kurfürstendamm in Berlin. Die 39 Stufen nach dem alten Hitchcock-Film. Also im Moment viel Theater. Das macht Spaß, oder? Ja. Das ist ja die eigentliche Wurzel des Berufs, oder? Riecht anders. Ehrlich. Verdient zwar kein Geld, aber ist egal. Ja, du hast diesen Kontakt des Publikums und so weiter. Und fernsehmäßig? Fernsehmäßig, wie gesagt, ich werde in die alten Gespräche jetzt ein und man nimmt mich ja gerne so als ersten oder letzten Gast in Sendung, ja? Also, weil ich kann so als Kontrollgruppe kann ich so die Protagonisten so im hellen Licht erscheinen lassen. Ach so. Man kann auch später, das sind Sendungen, werden ja sehr genau beurteilt und man kann den ganzen Schmutz dann später auch auf mir abladen. Nein. So. So eine Art Staub. Ich war der Erste beim Satiregipfel jetzt in der ARD. Ich bin der Letzte bei euch. Ja, ich habe gestern habe ich die Nachfolge von Medon abgesagt. Man wollte mich unbedingt haben, um da auch noch weiterzumachen. Wie war das beim Satiregipfel? Schön. Ja, weil sie ist ja jetzt Comedians im weitesten Sinne, das wollen da nicht hin. Natürlich, das war ja einfach auch, Dieter Hildebrand hat gesagt, nein, wollen wir nicht. Ja. Der Lück ist ein guter Comedian, habe ich immer kennengelernt als guten Comedian, aber da werden ihm jetzt Sachen geschrieben, die er gar nicht kann und die er gar nicht will. Und ich habe das öffentlich noch nicht gesagt, aber er hat recht. Das heißt, ich bin absolutes Opfer. Ich bin dort, man hat mich gesehen, man hat gesagt, der Mann hat den Opferblick, der hat den EM-Blick, den nehmen wir. Ja. Und dann hat man mir Sachen eingesagt, die ich vorher nie gehört hatte. Also so Dinge wie Deutschland, Bruttoinlandsprodukt. Darüber wurde ja geredet? Ja. Sowas musste ich lernen. Ja. Aber jetzt hat Hildebrand mal was gesagt, jetzt ist auch wieder gut. Ich finde es gut, dass jeder noch mal was sagt. Irgendwie so. Warum soll Hildebrand nicht noch mal was sagen? Natürlich. Er ist ja ein Denkmal und sagt er noch mal was und sagt, ist gut und jetzt machen wir weiter. Ja. Ja, finde ich okay. Und mir hat es gefallen. Uns auch. Du gehst auch hin, oder nicht? Ich gehe auch hin am 18. Juni. Ja. Aber ich darf. Ich denke jetzt schon, im April. Nee, 18. Juni. Okay. Im April? Oder soll ich im April hin? Wenn es nach denen geht, könntest du es ja sowieso direkt übernehmen. Da muss ich anrufen. Nee, ich glaube, im 18. Juni bin ich da. Hm?
Das machen die keine Sommerpause? Ist auch gar kein Problem. Ich glaube, nee, jetzt auch nicht, jetzt vor der Bundestagswahl. Das ist denen egal. Das ist das Verrückte. Ach, da machen die keine. Das ist denen egal. Sie machen Pause bis 26. September, dann ist ein Sonntag und dann senden sie das wieder nach. Wirklich? Ja, wenn man Pech hat. Das ist ja eigentlich schade. Ne? Eigentlich ist schade, ja. Ja, Ingolf, schön, dass wir dich mal wieder bei uns hatten. Und mal wie gesagt, wieder. Toller erster Gast, toller letzter Gast. Ich glaube, wir sehen uns bald wieder. Man weiß nicht, in welcher Funktion. Ja? Alles Gute, toi, toi, toi. Wir Theaterleute sind ja abergläubisch. Und bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg bei der Premiere in Hamburg. Ja. Ingolf Glück, meine Damen und Herren. Vielen Dank.